Zuerst habe ich den Film Quarantäne und da muss man halt sagen, dass der erste Teil ein Remake des spanischen Films Wreck ist, halt einfach nur ein schlechter. Aber dafür hat er eine geilere Protagonistin, also gleicht das irgendwie ein bisschen was aus. Da Wreck spannend und gut gemacht ist, ist halt auch Quarantäne irgendwie ein guter Film. Aber ich nehme hier nur den zweiten Teil, also primär, weil der erste Teil halt ein 1:1 Film ist, von einem anderen Film kopiert. Und der zweite Teil halt noch ein anderes Setting bietet und auch vieles eigene bietet. Auch wenn die Quali nicht so gut ist von dem Film, aber naja, Hauptsache was eigenes, ne? Auf jeden Fall, es bricht eine Epidemie aus und diesmal in einem Flugzeug. Und das ganze Flugzeug wird dann unter Quarantäne gestellt. Sogar der ganze Flughafen. Die Jumpscares sind typische Found-Footage-Zombie-Jumpscares. Und die Story ist halt auch nichts Besonderes. Also wenn man halt Wreck und Quarantäne von den Jumpscares her schon geil fand, dann wird man diese Jumpscares halt auch geil finden, weil sie sind halt ziemlich ähnlich, nur halt eben in einem anderen Setting. Zum Setting, das ist halt mega interessant gelungen. Und es gibt auch richtig coole Entscheidungen, beziehungsweise weniger coole, aber halt so Entscheidungen, die man halt fühlen kann. Also für den Zuschauer coole. Auf jeden Fall, die Entscheidungen sind nicht cool, weil sie sind halt harte Entscheidungen. Aber dass man das so mitfühlen kann, das ist cool. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Das macht den Film halt einfach mega geil. Auch wenn das natürlich ziemlich viele Zombie-Filme haben. Alles in allem hat der Film spannende Momente und ein paar tiefgreifende Schocker. Es hat ein paar interessante Subplots, auch wenn die Hauptstory, nicht so der Burner ist. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, den Film kann man sich gut geben, wenn man auf solche Filme steht. Und wenn nicht, dann eher nicht, ne? Jetzt kommt der Film Wreck. Er ist, wie ich eben schon meinte, genau das gleiche wie Quarantäne, also zumindest wie der erste Teil, nur halt eben besser. Ein Kamerateam begleitet die Nachtwache der Feuerwache und bei einem Einsatz in einem riesigen Mehrfamilienhaus, was echt krass groß ist, wird das ganze Haus abgeriegelt. Warum, fragt ihr euch? Kleiner Spoiler, es ist ein Zombie-Virus ausgebrochen. Wer hätte es gedacht? Ja, der Film hat richtig, richtig krasse Spannung, muss man sagen. Und auch richtig coole Subplots teilweise. Auch das Ende fand ich mega geil gemacht, auch wenn das Ende irgendwie eine alte Idee war, aber halt neu verpackt. Schmeckt also ziemlich hart. Ja, die Schocker sind auch ziemlich hart geworden. Also es gab da echt einige Schocker, wo ich mir dachte, damn, sind die krass. Vor allem für Found-Footage-Filme, weil ich muss ehrlich sagen, Found-Footage-Filme haben, finde ich, eigentlich immer das Potenzial, krasse Schocker zu liefern. Aber mal ganz ehrlich, ich kenne kaum Found-Footage-Filme, die wirklich gute Schocker liefern. Von daher, guter Job an der Stelle, Rack. Weil es der erste der Art war, gibt es also auch ein Plus für das Setting, was zum Beispiel bei Quarantäne nicht der Fall war. Weil das Setting ist an sich relativ meh. Es ist halt ein riesiges Mehrfamilienhaus, wo ein Zombie-Virus ausgebrochen ist und keiner kann raus. Nur halt eben, weil es der erste Film war und weil er es halt so gut umgesetzt hat, ein dicker Pluspunkt. An sich ist dieser Film wirklich einer der besten Found-Footage-Horror-Filme, die es gibt. Nicht, weil er irgendwie was krass Neues bringt oder eine krasse Story oder Background oder was weiß ich, sondern einfach nur, weil der Film gruselig ist, gute Horrorfilme-Elemente verbindet und das alles im Found-Footage-Stil, weil aus irgendeinem Grund geht das bei den meisten Found-Footage-Filmen komplett flöten. Also, Wreck, hast du gut gemacht. Kuss auf die Nuss. Als nächstes haben wir den Film Maggie. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich gar kein wirklicher Horrorfilm, sondern vielmehr ein Horror-Thriller. Betonung liegt auf Thriller. Und er ist mit Arnold Schwarzenegger, also Maul halten. Auf jeden Fall, Arnolds Tochter Maggie hat sich ein Virus eingefangen. Was für ein Virus? Zombie-Virus. Danke dafür, Regie. Sie nutzen also die verbleibende Zeit zusammen, um halt zusammen Zeit zu verbringen, weil das würde natürlich jeder normale Mensch auch tun, ist klar. Aber am Ende wird es halt immer und immer schlimmer mit ihr. Irgendwann steht man vor dem typischen Dilemma, Tochter wird zum Zombie-Wesen. Also auf der einen Seite ist es halt immer noch seine Tochter und natürlich steht man zu der Tochter. Andererseits ist sie halt auch ein Zombie-Wesen geworden. Was macht man also? Also genau mit dem Dilemma, mit dem sich ganz viele Zombie-Filme beschäftigen, beschäftigt sich der ganze Film Maggie. Während halt die anderen Zombie-Filme das meistens nur in so kleinen Subplots machen, um halt irgendwie ein bisschen Emotionen aufzubauen, was ja auch oft gelingt. Weil diese Momente halt immer die emotionalsten Momente in solchen Filmen sind, muss man sagen, ist Maggie all und alles für sich ein sehr, sehr emotionaler Film. Deswegen auch mehr Thriller als Horror, weil der einzige Horror-Teil ist halt ein bisschen Spannung manchmal und halt eben, ja, dass es ein Zombie ist. Mehr ist da aber auch nicht wirklich Horror dran, ne? Ein sehr emotionaler und auch spannender Film, aber nicht auf Horror-Ebene, sondern nur auf Thriller-Ebene. Auch wenn der Anfang des Films wirklich krank, hardcore, lame ist, also den muss man sich halt echt nicht geben. Und den Film gibt's auf Netflix, also guckt ihn euch jetzt direkt an, wenn ihr Netflix habt. Und wenn nicht, dann lasst es sein.
Jetzt kommen wir zu dem 2004 erschienenen Dawn of the Dead, also nicht zum eigentlichen Klassiker, sondern zum Remake des eigentlichen Klassikers, der jahrelang verboten war. Ich glaube, mittlerweile ist er wieder erlaubt. Die Anfangsszene sitzt mir bis heute im Kopf, weil ich habe ihn mir damals im Internet angeguckt, auf ganz legaler Weise. Ja. Auf jeden Fall, diese Szene liegt mir halt so im Kopf, wo dann die Tochter auf die zurennt und dann geht die Frau raus und die ganze Stadt liegt in Trümmern. Und das ist einfach so eine krass epische Szene, muss man einfach mal gesagt haben. Aber generell liegen mir so viele Szenen und der ganze Film liegt mir noch im Kopf, obwohl ich nur einmal geguckt habe nebenbei, ohne überhaupt zu wissen, was das für ein Film ist. Dieses ganze Setting im Einkaufszentrum ist einfach komplett im Kopf. Es ist im Grunde ein simpler Zombie-Film, aber trotzdem ist er halt extrem gut gemacht und hat auch ganz, ganz viele coole Dilemma-Stellen, die ich halt eben bei Maggie angedeutet habe, aber halt hier sind es kleine Subplots. Wie gesagt, gibt es halt wie in jedem Zombie-Film einige emotionale Entscheidungen, die zum Nachdenken anregen sollen. Und das tun die auch teilweise. Und hier wird der ganzen Sache auch mehr Zeit gegeben als in anderen Filmen, wie zum Beispiel Quarantäne. Wer auf Zombie-Filme steht, kennt ihn halt schon. Aber alle anderen müssen diesem Film mal eine Chance geben, weil wirklich, dieser Film kann der Film sein, der euch zu Zombie-Filmen bringt. Mich hat es nicht gebracht, weil ich mag Zombie-Filme nicht so, aber trotzdem fand ich den Film an sich geil. Also wie gesagt, auch wenn ihr nicht auf Zombie-Filme steht, den Film werdet ihr vielleicht trotzdem mögen. Und wenn nicht, ist es nicht meine Schuld. Zu guter Letzt haben wir den besten Film der Reihe, und zwar Ebola Zombies. Wer kennt ihn nicht? Ein asiatischer Fight-Horror-Film im Trash-Stil. Ja, eine Gruppe jugendlicher Einbrecher finden in so einem Geheimlaboratorium irgendwelche Versuchsobjekte. Eigentlich wollten sie halt irgendein, was weiß ich, was wollten die nochmal stehlen? Keine Ahnung, die wollten irgendwas Wertvolles stehlen. Auf jeden Fall waren sie in so einem Versuchslaboratorium gelandet, wo an Menschen SARS-Viren, Ebola-Viren und noch mehr Viren experimentell angewendet wurden. Ja, auf jeden Fall, dieser Ebola-Virus macht halt aus diesen Menschen feindende Infizierte. Also ihr wisst, was für eine Richtung dieser Film geht. Der Film ist halt Trash, aber halt auf eine echt witzige Ebene, finde ich. Das Ganze breitet sich also schnell auf die Stadt aus und man muss dagegen kämpfen. Und warum auch immer kämpfen die halt so mit Karate-Moves und so. Ich weiß es nicht, guckt euch den Film an. Aber guckt, gebt dafür kein Geld bitte aus. Sucht euch irgendwo im Internet was. Gebt den Film, bitte gebt dafür kein Geld aus. Und der Film ist witzig, aber schlecht. Also der Film ist halt witzig schlecht, muss man halt einfach mal so gesagt haben. Ja, leider gibt es ihn nicht mehr auf Amazon Prime, weil der Film ist halt echt Gold wert, aber halt kein... Kennt ihr diese Momente, wenn ein Film echt Gold wert ist, aber kein Cent wert ist? Das ist so ein Film. Der Film ist mega witzig, aber auch mega schlecht. Man muss sich diesen Film angucken, darf dafür aber keinen Cent rühren. Guckt euch einfach den Trailer an, der sagt alles. Der Trailer zeigt die ganze Zeit nur ein Setting mit ein paar Aufnahmen von draußen und so ähnlich ist auch der Film. Also die Zusammenfassung auf, was weiß ich, Moviepilot oder so, ist halt null, wie der Film eigentlich ist. Die Zusammenfassung verspricht haufenweise verschiedener Settings, cooler Charaktere und einem gar nicht so schlechten Plot. Alles Bullshit, die Charaktere sind schlecht, Plot ist schlecht, Setting ist schlecht, alles ist schlecht an dem Film, wirklich. Walla, mein Ehrenwort. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da und checkt meinen Kanal ab, um noch mehr Horrorfilm-Sachen zu checken. Bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut ihr Reason und ciao.